Ich habe den Willen, Donkey Kong jetzt zu fangen. Er ist da in der Ecke. Aber es ist noch ein bisschen langer Weg zu ihm hin. Zwei Level, um genau zu sein. Also sollten wir erstmal vorsichtig vorangehen. Nicht gleich übermütig werden. Das ist ein bisschen komisch gebaut, aber da ist auf jeden Fall ein Schalter. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Mit dem hier? Oh. Gut, der macht Plattformen. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht bitte nach oben da angespielt. Die Tasche, die bräuchte ich. Du machst auf? Ja, du machst auf. Okay, okay. Da ist noch ein One-Up. Na gut. Ist jetzt keine Priorität. Du machst da oben eine neue Plattform. Okay, Schnitzeljagd wird das hier. Ist dann wirklich einfach eine Schnitzeljagd. Gehst nach links, gehst nach rechts, gehst dahin. Drückst nochmal A, B, Start. Den Hebel. Oh no. Ich hab das Böse in die Welt gerufen. Na okay, so böse sind die Dinger jetzt auch ja nicht. Muss man nicht übertreiben. Platsch. Keine Ahnung, wie Mario da liegen konnte, aber er konnte es definitiv. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Was wichtiger ist, ist erstmal rauszufinden, wie ich hier weiterkomme. Kann ich da nach unten? Warte, ich weiß es! Ja, ich kann nach unten mit dem Dude. Der kann nämlich aus irgendeinem Grund auf Lava latschen. Ich meine, okay, er sieht auch aus, als wäre er einfach ein Stein. Ja. Aber ich glaube, ich bin eventuell tot. Ah, nee, ich kann nochmal zurückgehen. Okay. Sehr gut. Ich kann nochmal zurückgehen, weil ich muss den anderen Schalter auch nochmal deaktivieren. Damit der runterfällt. Das war nicht der Schalter. Das war der Schalter, den ich behalten möchte. War das der da oben? Bitte sag mir nicht, das war der... Ah, das war der hier, oder? Yes. Indeed. Achso, und jetzt wieder aktivieren, glaube ich, damit der Gang da aufgeht. Yep. Alright. Aufgepasst. Nein. Ich wusste es. Bin zwar jetzt mehrmals gestorben, aber jetzt habe ich es zumindest. Wenn ich mich nicht mehr treffen lasse von irgendwelchen Pellets, die von oben runterfallen. Also, ah nee, da warte ich jetzt lieber nochmal. Ganz ehrlich. Okay. Und rüber. Wow, ich springe so weit nach oben. Ich dachte, ich knall an die Decke oder so. Nope. Aber hier schon. Okay, und du fährst mich nach oben. Wie funktioniert das hier? Ist das nicht direkt auf der Lava drauf? Ach, egal. Warum mache ich mir Gedanken? Ist doch egal. Oh Gott, hier geht's ja weiter. Was zur Hölle? Okay. An dem vorbei. Ach, ist das Ziel? Ach, sieh mal einer an. Habe ich gar nicht gesehen. Na gut. Wir sind schon fast durch. Und ich bin richtig gehypt auf das Finale. Ich weiß nicht, ob wir es heute erreichen. Wenn nicht heute, auf jeden Fall morgen. Also, nächste Folge. Egal. Darf ich da runter? Ja. Das hat einen Blightjump. Man muss jetzt riskieren, sowas. Not. Nee, das hilft mir nicht. Ja, okay. Verstanden, da soll ich nicht lang. Ist nur für ein One-Up, ist mir nicht so wichtig. Wow. Wow, ach. Das Problem ist, wenn Mario zweimal hintereinander diesen Jump macht, dann wenn man sich einmal kurz abfeuern macht, so, yay! Warte, ich kann es euch nochmal zeigen. Da, yay! Muss ich einmal kurz nochmal abfeuern, das finde ich halt sehr nervig. So, aber so kann man da auch ankommen. Okay, ich kann nicht stehen. Perfekt. Plattform. Warum bin ich gestorben? Ist da oben etwa eine Wand, die ich nicht sehen kann? Oder warum sterbe ich da? Hä? Macht das irgendwie Sinn? Nicht wirklich. Okay, ich dachte, da kommt Plattform oder so raus. Scheinbar nicht. Was zur Hölle? Was geht in diesem Level ab? Ich muss jetzt springen. Ja, doch, da kommen Plattformen, aber ein bisschen delayed. Hallo, hallo. Okay. Ja, ja, okay, ich lebe. Das ist das Wichtigste. Mhm. Warum machst du keinen großen Sprung? Warum machst du so einen mickrigen kleinen Pipi-Sprung? Ah, Mario. Das ist
sollst dich doch anstrengen, dich zu bemühen. Darüber haben wir doch letztens erst gesprochen. Ach, Mama Mia. Mama Mia. Okay. Kommt die nächste Plattform? Ja? Fall runter. Mario, Mario, Mario. Okay. Mitkommen. Merp, 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 merp. Okay, direkt abspringen. Damit es nicht so weit nach unten geht, dieser Block. Okay, das wird mir jetzt nicht gefallen, aber ich muss. Okay. Hoch. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hätte mir noch das Wonder holen können, aber das ist mir so egal gerade. Ich war einfach nur hier weg. Okay, das schaffe ich. Okay. Ich habe mir ganz kurz nicht sicher, ob ich da rankomme. Aber doch, kann ich. Und hier ist der Turm. DK. Ich hab dich. Jetzt kannst du nicht mehr wegrennen. Du bist ja eingeschlossen mit mir. Ich hab den Schlüssel. Du hast ihn ja hier in der Lava liegen lassen. Babadam. Ja, ich hab genug Leben. Da werde ich bloß nicht Game Over gehen. Auf keinen Fall. Das erlaube ich nicht. Wow. Wow, was ist das für einer? Was zur Hölle? Okay, der killt mich. Kann ich den irgendwie tragen? Kann ich den mitnehmen? Tatsache. Okay, er hat wohl keine Fässer mehr. Sie sind mir ausgegangen, kann ich verstehen. Wenn ich so viele werfen würde ständig, dann würden die mir auch langsam ausgehen, glaube ich. okay, dann lässt immer einen hier liegen. Leider ist der Wind hier mein großer Feind. Wie man sehen kann. Was? Ich habe ihn einen reingehauen von unten, habt ihr das gesehen? Aber es hat keinen Schaden gemacht, leider. Nein! Nein! Oh, ich hasse es, dass ich mich in der Luft nicht drehen kann und in eine andere Richtung werfen kann. Das nervt mich echt. Komm mit! Da wollte er einfach abhauen. Unfassbar. Bam! Ah, der hat den anderen jetzt gekillt. Egal, ein Hit, ein Treffer. Hoho, ein schwacher Treffer. Komm mit! Nein, renn doch nicht in ihn rein, Mario! Du gibst gerade all meine One-Ups weg! Kumpel, das muss jetzt nicht sein! Nimm ihn mit! Jetzt umdrehen! Das ist das Problem, ich muss mich erstmal umdrehen und dann in die Richtung werfen, wo ich hinwerfen will. Mario! Mario! Ich bin stuck! Da ist stuck! Ich dachte gerade, ich wäre softlocked. Nee, wenn ich nichts drücke, dann kann ich wieder mich bewegen. Junge! Okay, das ist der erste richtig schwere Donkey Kong-Kampf, würde ich mal behaupten. Okay, nein, der erste nicht, aber das ist auf jeden Fall bisher das schwerste. Und jetzt hat er auch mal was drauf. Okay, perfekt. Nimm ihn mit! Und nicht sterben! Umdrehen, werfen. So, zwei Treffer. Neues Highlight. Ich habe ihm zwei Treffer gemacht. Schmeiß nach unten. Yes, perfekt, perfekt, perfekt. Mitnehmen. Bam! Einfach von unten geradeaus werfen. Das passt. Warum ich vorher so? Boah, jetzt gehen mir aber wirklich die One-Ups aus, ne? Das wird jetzt richtig knapp und auch spannend. In der allerletzten Welt. Sieht aus wie so ein Castle aus Super Mario Bros., oder? So ein bisschen. Oh, und natürlich sein Sohn. Macht da immer noch mit. Der Schose. Aber hey. 20 One-Ups. Yeah, 20 Versuche. Das sollten genug sein. Und wenn nicht, dann heul ich. Dann heul ich, Mann. Da mach ich alles von vorne. Keine Ahnung, was passiert, wenn man Game Over geht. Aber ich hoffe nicht, dass man alles von vorne machen muss. Wahrscheinlich die ganze Welt, aber das wäre irgendwie schon lustig, wenn man alles von vorne machen müsste. Hier sind wir im Tower. Und das sind 8 Level, wie es scheint. Da oben einfach so ein Gesicht von ihm. Auf dem Tower drauf, finde ich auch lustig. Okay. Warte, das sind jetzt alle Level nur Kämpfe gegen ihn? Das wäre ja richtig cool, wenn ja. Das würde mal richtig Hype aufbauen, finde ich. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Oh! Was habe ich gemacht? Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder zurück, oder? Aha. Nein, aber ja. Ja, ist richtig, aber nein, ich bin runtergefallen. Yes, 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 ich hab's! Okay. Wie er dann mal runterknallt. Mit seiner weißen Krawatte da. Eigentlich soll die rot sein, aber ja, Gameboy halt. Hey!
Ich glaube, das haben wir sogar heute, wenn das wirklich alles nur solche Level... Ja, Tatsache! Okay, das ist ja richtig geil. Da habe ich jetzt Bock drauf. Oh, sag mal aufpassen. Der wirft ja aber so komisch, ne? Hey! Was zur Hölle? Na gut. That's the way we play. Dann play ich mal mit. Ja genau, dreh mal um. Danke, Kumpel. Sehr nett von dir. So gütig. Wisst ihr was? Komm, wir machen einfach Überlänge. Machen wir heute das Spiel durch. Schon direkt vor mir, aber ich bin erst an der Seite. Aber seit wann hat Donkey Kong den Tower? Gibt's dafür eine Begründung? Oder ist es einfach nur, damit das cooler ist? Ist nur in dem Spiel so. Warte, geht das nicht? Ah doch, war sehr langsam. Hä? Was passiert? Ich kann mich weiter bewegen. Jetzt. Okay. Das ist nicht gut. Ich bin gefangen. Ach Mann. Okay. Ja, hoch. Nein, nicht hoch. Ah! Was sind das überhaupt für Dinger? Die sehen aus wie Gumbas mit einem Schädel drauf. Oder bin das nur ich? Für mich sehen die so aus. Ich bin einfach hier, bis er den Schalter aktiviert hat. Da bin ich sicher. Der stampft ja nicht oder so, oder? Nee, er stampft nicht. Aber muss man das Tor aufmachen? Hallo! Geht doch. Meine Güte. Hat ein bisschen lang gedauert. Okay, habe ich nichts gegen. Bin ich ein bisschen alleine, bis Privatsphäre? Habe ich kurz den Like da lassen? Okay, perfekt. Wo muss ich lang? Oh nee, das ist nur von One-Up. Nein, nein, nein. Hier will ich nicht sein. Ich will da hoch. Wenn er weg ist. Oh nein. Oh nein. Nein! Lass mich auch! Lass mich auch! Lass mich auch! Lass mich auch! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott. Nein! Der trollt mich! Nein! Schnell, 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 schnell! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hoch da! Geschafft! Bleib stehen! Wisst ihr, was das Tollste ist an dem vierten Level immer? Dass ich ihn endlich verprügeln kann. Jetzt hole ich langsam die Boxing-Kämpfe raus hier. Meine Boxing-Erfahrungen. Das Einzige, was mir bei diesem... Oh lol, ich sehe es erst jetzt. Das hier ist einfach das letzte Level aus Donkey Kong Jr. Geil, das feiere ich. Aber wisst ihr, was irgendwie noch fehlt? So ein bisschen Donkey Kong 3-Content. Generell so eine Art von Spiel hier, aber neumodisch. Ich hätte da voll Bock drauf. Ich meine, Mario vs. Donkey Kong, mehr oder weniger der Nachfolger. Wo dann auch ein neues Franchise mehr oder weniger rausgekommen ist. Es ist ähnlich, aber es ist halt wirklich nicht das gleiche. Es ist halt wirklich nochmal anders. So, habe ich schon gewonnen oder muss ich noch irgendwas machen? Oh nein, ich sterbe, oder? Ja, ah, Mist. Ich bin von viel zu weit oben runtergefallen, da stirbt man dann. Okay, aber... Ich weiß zumindest, wie das Level funktioniert. Da habe ich einen Vorteil. Dass ich alle... ich sterbe wieder. Ach man, ich darf nicht von da ganz oben getroffen werden. Sonst bin ich instant tot. Das ist echt böse. Was zum... Boah! Ich habe vergessen, dass er Eier legen kann. Oh mein Gott, Breaking News. Vögel können Eier legen. Hilfe! Okay. Bam, 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 bam. Immer beide auf einmal. Da spart ihr euch Zeit mit. Außerdem immer doppelklettern. Doppelklettern ist schneller als einzeln. Einzeln ist nur gut, wenn man runter will direkt. Und jetzt habe ich's. Glaube ich. Maybe, maybe, maybe. Runter, runter, runter. Hä? Aber vorhin hätte ich doch genauso gemacht. Und warum bin ich auf einmal nach oben teleportiert worden? Okay, keine Ahnung. Ja, ich habe Donkey Kong Jr. eingesperrt. Der blöde kleine Racker. Sohnemann, weg. Bleibt nur noch Daddy übrig. Komm her! Bam! Haut da wieder ab. Mann, Mario! So, du bist durch die halbe Welt gereist gefühlt. Wie könnt ihr beide noch nicht aus der Puste sein? Bisschen unlogisch, aber gut. Direkt weitermachen. Ich mach heute durch, auch wenn es eine 30-40 Minuten Folge ist. Wir machen heute durch. LOL! Okay, das ist richtig cool. Einfach das allererste Level nochmal, aber in schwieriger. Und dann wird es meine Lieblingswelt. Die ist einfach richtig episch gemacht. Mit auch vielen Referenzen und alles. I like it. I like it.
Es geht direkt weiter. Da kann man mal ein bisschen vorspulen. Los geht's. Wow. Ah, das sind die Dinger. Da kann man sich hochschmeißen lassen. Das sieht echt kacke aus, wie die da einfach so in der Luft sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Diese Fehler, die stehen einfach in der Luft rum. Das sieht nicht richtig aus, wenn ihr mich fragt. Spiel abgeschützt. Oh Gott. Okay, das war nicht perfekt, nicht ideal. Was kriegen wir hin? Moin. Ich warte erstmal ab, bis das Ding kommt. Genau. Jetzt loslassen, jetzt hoch. Oh Gott, der Goomba, der Goomba. Und jetzt. Perfekt, bin oben. Komm mit. Oder hau ab, keine Ahnung. Brauchte ich gerade nicht. Okay, ich muss abwarten, bis das Tor aufgeht. Und hoch. Was? Nein! Ich war doch im Ziel. Was zur Hölle? Aber kann ich theoretisch einfach von hier aus mich hochschleudern lassen oder so? Wo kann ich denn? Ab hier kann ich, okay. Ja gut, ein bisschen schade. Ah doch, es geht, ich kann ein bisschen hin. Aber ich bin nicht tot. Ah, oder ich rette mich halt hier. Okay. Ja, das Level ist nicht... nichts für schwache Nerven. Dim, hoch. Wow, aber aufgepasst. So, hoch da. Nicht zu viel schleudern lassen. Okay, einfach direkt. Das ist so halbwegs ungefähr. So, schauen wir uns auf die Kälte zu und sterben. Oder zu einem Goomba. Ich weiß nicht, von welchen beiden ich jetzt gestorben bin vorhin. Aber auf jeden Fall bei einem von beiden. So, wir sind fast da. Wo stehen wir überhaupt jetzt? Naja, ist auch egal. Nicht wichtig. Wichtig ist nur... Wow, nein. Alles fällt auseinander. Und rüber. Aber drüber springen. Ich durfte nicht springen gerade. Hä? Was mache ich jetzt? Game over. Ja. Toll. Toll gemacht. Boing. Boing. Okay, dann halt nicht. Boing. Boing. Hoch, hoch. Easy. Nur ein Death. Ich habe hier mehr erwartet. Beim letzten Level. Oh, das gefällt mir. Ihm jetzt noch richtig überm Kopf zu hauen. Guck dir diese Visage an. Lange wird er die nicht mehr behalten. Das sage ich dir. Wer sich mit meiner Pauline anlegt, der hat's mit mir, Mario, zu tun. You big monkey. Oh, okay. Kann einer von denen mal stehen bleiben? Da kommen auch sogar Pilze raus. Die Musik ist geil. Extra Final Boss Musik. Na, okay. Ich war ungeduldig. Muss ich die irgendwie abfangen oder was muss ich machen? Oder jetzt? Nee. Hä? Die bleiben ja nicht. Ja, toll. Ich kann drüber springen. Und nur? Nee, die greifen mich sogar an. Also ich kann die nicht mal aufhalten in der Luft. Was muss ich denn dann machen? Ziehen hochklettern hat ja gar nicht geklappt. Habe ich gerade versucht. Muss ich auf einen bestimmten Moment warten? Muss ich einfach nur überleben für eine Zeit? Helfen mir die Pilze irgendwie? Ich meine, irgendwas übersehe ich hier. Was übersehe ich? Den kann ich nicht mitnehmen. Mhm. Der rollt nur. Mhm. Der eine ist vorhin kaputt gegangen, da kamen Pilze raus. Das waren aber, glaube ich, Giftpilze. Was muss ich da machen? Da muss ich vielleicht einfach nur nach rechts, weil da rechts Pauline ist? Ne, das ist wirklich ein Giftpilz. Das ist echt... echt weird. Ne, das bringt nichts. Bei ihr zu sein. What? Warte mal. Kann ich die vielleicht stoppen? Mit Fuß? Tatsache, ich kann die mit meinem Fuß stoppen. Yo. Ich hab's. Bam.
Aber ich wurde leider getroffen. Okay, nochmal von vorne. Aber jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich muss sie, wenn er die geradeaus nach unten wirft. Genau so. Bam! Perfekt. Aber mit dem Fuß stoppen. Okay. Und go! Ein Treffer. Oh, wie slack der. So viele Sprites auf dem Bildschirm für das Spiel. Na komm, wirf. Na komm. Ah, ich muss auch mal springen, leider. Okay, hat noch gereicht. Hat noch gereicht. Perfekt, perfekt, perfekt. Hoch. Ah, der Wind. Bam! Zwei Treffer. Sehr geil. Okay, komm. Komm. Wo ist dein Fass? Wo ist dein Fass? Schmeiß es. Schmeiß dein Fass. Bam! Donkey Kong. Ich finde, es reicht. Zurück mit dir in den Dschungel. Und die Polly? Habe ich gerettet. Die kommt zurück zu Big City. Wir werden da eine Fabrik aufbauen. Und dann Spielzeug herstellen. Was sagst du dazu, Polly? Das habe ich mir jetzt ausgedacht auf dem Abenteuer. Sie stimmt zu. Yippie! Voll krank. King Kong ist gerade vom Tower runtergestürzt. Warte, was? Die Visage hat sich geändert. Es geht weiter. 9-9? Es ist noch nicht vorbei. Das waren aber keine Giftpilze mehr. Das waren jetzt Superpilze. Ein riesiger Donkey Kong. Wow. Ah, oh nein. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ich kann auf seiner Nase stehen. Schön und gut, aber... Ich muss irgendwie hochkommen. Nur die Fässer hier irgendwie mitnehmen. Zumindest. Ah, verdammt. Wie komme ich da hoch? Oder bam. Ja, perfekt. Nein, der macht direkt kaputt. Okay, ich muss richtig schnell sein, glaube ich. Das bringt auch nichts. Nee. Das bringt leider auch nichts. Okay, kommt eins runter. Das kommt runter. Okay, schnell, schnell, schnell. Okay, ich hab's. Bam! In your face! Richtig in sein Auge rein. Habt ihr das gesehen? Das war geil. Okay, welches von beiden? Das hier, oder? Ja. Okay. Hä? Ich wurde hochteleportiert. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Aber okay. Bam! Zwei im gleichen Auge. Das hat ihm gar nicht gefallen. Da muss ich kurz erholen. Okay, dann warten wir kurz. Oh. Jetzt ist er richtig pissed. Jetzt hat er gar keinen Bock mehr auf Spielchen. Ah! Oh! Er wird immer klüger. Okay, in der Mitte kommt es nie runter. Weil da doch Donkey Kong ist. Bam! Danke, Spiel, dass du mich hochteleportiert hast. Hat mich gerettet, actually. Ah, Mist. Okay, geil, wir haben noch genug Zeit. Boing, boing. Und auch nur der eine, ist egal. Aber nimm ihn mit. Ach, Mann, verdammt. Steuerung ist ein bisschen schwierig. Muss ich das von vorne spielen? Den Kampf? Ja. Okay, anfangs skippe ich euch. Bam, zwei Hits wieder. Ja, jetzt geht er runter. Da bist du wieder. Platt wie eine Flunder. Oh Gott. Da nicht vorspulen. Verstehe. Okay, ich kann einfach geradeaus werfen. Das funktioniert tatsächlich auch. Ich habe jetzt schon wie 10 One-Ups oder so verloren. Das ist gar nicht mal so einfach. Das ist auch so weird, dass ich nach oben teleportiert werden kann. Ich glaube, das soll so gar nicht sein, ehrlich gesagt. Bam, zwei Leben. Abgezogen. So, jetzt kommt er wieder. Okay, hier nicht mehr vorspulen. Das kann ich mir nämlich nicht mehr wehren. So, jetzt kommen die Dinger. Und springen! Okay, und... Zack. Hä? Was soll ich da bitte machen? Okay, ich glaube, ich weiß, dass das... warum ich gerade gestorben bin. Ich darf nur ein Fass nehmen, was in der Nähe ist. Weil das war ja gerade schon ein bisschen weiter weg. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran lag. So. Und springen! Hier, das hier zum Beispiel, das ist okay.
Hoffe ich. Ah, jetzt hat er den Angriff gemacht. Ja, okay, das ist beides Kacke. Das ist viel zu weit weg. Das mache ich jetzt nicht. Das ist mir zu riskant. Was hat er jetzt vor? Okay, nur macht nur drumhauen. Ah, Gott. Ich traue mich nicht. Das ist das Problem. Das ist mir irgendwie zu riskant. Bam! Treffer! Wie viele waren das jetzt? Insgesamt 3, ne? Okay. Okay. Komm, 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 komm. Bam! 4! Lebt noch. Oh nein. Dritte Phase? Nee. Oh mein Gott. Wow. Oh nein. Oh nein. Ich hab Angst. Jump, jump, jump. Doch. Dritte Phase. Was zur Hölle? Wie lange soll das bitte gehen? Das ist auch schon schwer genug. Ach du meine Güte. Ich sterbe. Das war richtig knapp. Nein. Okay, das kriege ich jetzt nicht mehr. Das ist zu weit weg. Ich chill hier ein bisschen. Was hat er vor? Stampfen? Okay, einfach nur drauf fahren. Nicht stampfen, ich meine drauf fahren. Nee, ist zu weit weg, ist zu weit weg. Lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Schaffe ich sowieso nicht. Das kann ich bekommen. Das kriege ich hin. Oder könnte ich ihn bekommen. Dass der mich nicht erschlagen hat! Oh mein Gott! Nein, falsche Richtung! Falsche Richtung, Mann! Okay. Jetzt aber. Komm! Bam! Ist er tot? Er lebt immer noch. Wie lange hält er bitte aus? Ich finde, das ist ein super Pilz. Hat er bitte geschluckt? Der Dude. Okay. Ich glaube, was man eigentlich machen soll. Ich glaube, es war nicht falsch. Ich glaube, man soll eigentlich auf seine Faust springen, dann nach oben, das Fass da oben, was da die ganze Zeit chillt, mitnehmen. So ungefähr, wisst ihr? Aber so wie ich es mache, funktioniert es ja eigentlich auch. Also. Aber ich glaube, es soll man so nicht machen. 6 Hits braucht er. Er ist tot. Na, okay, tot ist er nicht. Er ist besiegt. Mario teleportiert sich, damit das funktioniert. Mit Problemen. So, möchtest du noch die Fabrik machen? Und sie sagt, ja, Mario. Vielen Dank. Fun Fact, wenn man dieses Spiel auf dem Super Game Boy spielt, dann haben die sogar ab und zu mal Voice Lines. Wo die sagt dann, help, help, oder thank you, oder sowas. Und Super Mario... wollte hier in Super Mario Bros. Jetzt Pauline weg sein. Alter, wie groß wird Mario jetzt? Hey, er sagt, er help. How the tables have turned. Ein Gruppenfoto. Schaut euch mal Donkey Kong an, er hat so ein bisschen Angst. Ja, Freunde, das war Donkey Kong auf dem Game Boy. Oder auch, wie Leute es nennen, Donkey Kong 94. Donkey Kong 94. Ja. War es 94? War es 98, 94? Eins von beiden. Schon wieder vergessen, geil. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Es war hier und da echt auch frustrierend und manche Level waren kryptisch, manche Level musste ich nachschauen. Aber alles in allem, die Idee von dem Spiel und das Grundprinzip vom Gameplay ist geil. Die Limitationen vom Game Boy haben es ein bisschen aufgehalten. Und naja, zumindest wurde das Konzept auf jeden Fall in Mario vs. Donkey Kong erweitert. In der Switch Remake Version, die wir jetzt demnächst spielen werden, wenn die rauskommt, da sind sogar noch mehr Level und einen Koop-Modus. Da bin ich sehr gespannt, wie der funktioniert. Aber leider, ja, war das vielleicht nicht die beste Idee von Mario, dass er sich jetzt mit Pauline eine Fabrik haben wollte mit Spielzeugfiguren. Ja, das werden wir dann sehen, wie das verläuft. Aber ich kann euch sagen, die Mini-Series ist nicht so beliebt. Die ist tatsächlich mehr oder weniger ein bisschen verhasst. Und hier gab es sie einfach noch gar nicht. Ich finde es auch wie schade und irgendwie seltsam, dass dieses Spiel gar nicht als ein richtiges Mario vs. Donkey Kong gesehen wird, obwohl es exakt das gleiche Gameplay ist wie Mario vs. Donkey Kong. Sondern es wird einfach angesehen als ja, Donkey Kong auf dem Game Boy mit ein paar Leveln extra.
echt seltsam. Ja, Donkey Kong und Donkey Kong Jr. war natürlich hier die Inspiration. Ich find's echt cool, wie die hier ein kreatives Game draus gemacht haben. Nicht nur Arcade-Game, sondern wirklich ein komplettes Spiel. Das finde ich halt echt cool. Mir hat aber ein bisschen Donkey Kong 3 Gameplay gefehlt. Vielleicht so ein Bosskampf, wo man, ich weiß nicht, wo das einfach ein bisschen gestealt ist, zumindest. Nicht vom Gameplay her, muss nicht sein, aber zumindest vom Aufbau des Levels her, das ein bisschen gestealt ist wie Donkey Kong 3. Für die, die nicht wissen, Donkey Kong 3, da pustet der so, der Dude, ich weiß nicht, ob das Mario ist oder ein anderer, auf jeden Fall pustet der von unten so Donkey Kong in den Hintern, dann klettert er wieder nach oben und von oben kommen die ganze Zeit Bienen und Fliegen und alles runter. Ja, könnt ihr euch da mal anschauen. Ich habe alles jetzt played. Das ist das Ende von diesem Spiel. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.